Hallöchen, meine Lieben, grüßt euch zu einem neuen Video, alle Facebook- und YouTuber-Gucker. Das genaue Rezept sowie Link zur Gruppe befindet sich in der Kommentarfunktion. Ja, ich habe schon Pommes in meinem Ofen, wir machen heute mal den Klassiker, auch schlechthin. Gab es früher auch tiefgefroren im Kochbeutel sowie Hühnerfrikassee mit Champignonsoße. Leider gibt es die nicht mehr, die waren echt lecker. Jetzt gibt es sie noch so als Fertiggerichte mit Kartoffelpüree und sowas. Aber lange Rede, kurzer Rem. Lange Rede, kurzer Sinn. So, meine Güte, wir machen heute Hacksteaks selber. Genau. Das sind schon mal 250 Gramm Hack, das brauchen wir gleich. Wir brauchen nämlich noch eine Zwiebelchen. Und die muss möglichst sehr, 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 sehr fein geschnitten. Oder in meinem Fall nehme ich hier gerne meinen Multi-Häcksler. Sehr, sehr fein gehackst werden oder geschnitten werden. Da ich aber keine so große Lust habe, nehme ich mir einfach meinen Allesschneider hier. Geht wunderbar, dauert nicht so lange. Und geht ratzfatz. Zu den anderen Zutaten kommen wir gleich mal in ihn. Möglichst sehr, sehr fein. Jo, das ist fein genug. So liebe ich das. So. Ja, dann brauchen wir noch mal eine Schüssel. Genau. Da geben wir einmal, das ist jetzt gemischtes Hackfleisch. Und ja, man kann es auch mit Rind machen. Bloß, man braucht auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, mehr Fettanteil, und deswegen nehme ich gerne bei so Hacksteaks immer gerne gemischtes Hackfleisch. So. Dann brauchen wir Hackzwiebelchen. So. Jo, dann geht das weiter. Dann brauchen wir erstmal noch ein Ei. Einmal damit drin. So, dann brauchen wir auch noch ein Esslöffel Milch. Da habe ich einmal wieder gebütschert. Ja. So, dann nehme ich auch gerne, ah, oh, die Zwiebeln machen sie wieder bemerkbar. Nehme ich hier gerne dieses Beefsteak-Gewürz. Für 250 Gramm brauchen wir zwei gehäufte Esslöffel. Ne, war das der Esslöffel oder Teelöffel? Ne, Teelöffel. Ja. Ich mache da mal drei rein, dann ist es gut. So. Dann brauchen wir, warte mal, genau. Hier geht es noch weiter.
guten Esslöffel Worcester Soße. Etwas Paniermehl. Dann brauchen wir auch noch Senf. Da habe ich den scharfen. Ihr könnt auch gerne mittelscharf nehmen. Das wird auch so, ja, ich sag mal, na, guten Teelöffel, werde ich mal sagen. Dann normalerweise Ketchup, aber ich hau mal Tomatenmark rein. Ja, noch fast die gleiche Menge, so wie beim Senf. Dann natürlich Salz. Dann natürlich Pfeffer. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Fleischgewürzmix. Auch noch mal so ein bisschen was da reinhauen. Dann habe ich hier meinen eigenen Gewürzmix, da ist drin Knoblauchgranulat, da sind auch verschiedene Gewürze drin. Das ist so mein eigener Gewürzmix. Dann hauen wir da noch so ein bisschen Kräuter ran. Auch noch so Mehl. Ja, ihr habt richtig gehört, Mehl. So, das sollte das erstmal gewesen sein. Jetzt können wir das sehr gut durch mit der Hand. Na, sag schon. Kneten, genau, da war das Wort. Oder ihr nehmt euch, so wie ich in dem Fall jetzt mal, ich muss mal eben kurz meine Knetteile suchen. Eins und zwei. Da sind sie doch. So, ihr Lieben, ich mache das gerne mit dem Mixer. Muss jetzt richtig, richtig gut durchgeknetet werden. An die Konsistenz müsst ihr noch ein bisschen euch ranwagen. Darf nämlich nicht zu. Ja.
vom Rand die Ränder so lösen. Denke mal, ja, das sieht ganz gut aus. So, ihr Lieben, ich räume mal eben kurz meine Sachen weg und dann bin ich gleich wieder da. Ja, siehste. Kann ich auch schon mal den Herd anmachen. Mit der Pfanne. So. So, dann haben wir das Buckschemol. So, den brauchen wir einmal. Wasser für die Finger. Ja. Jetzt die falsche Herdplatte angemacht. Nein, alles gut. So, dann nehme ich gerne immer mal schon zum Transportieren. Ja. Ja. Die Hände feucht machen. Ihr wisst ja, so wie ein Hackstick ungefähr aussieht, wenn man die so früher tiefgefroren oder auch in dieser Champignonsoße gekauft hatte. Formt ihr euch die so ein bisschen zurecht. So von der Dicke her seht ihr ja. Nicht so dick wie eine Frikadelle. Margarine schmilzt schon im Topf, das ist doch hervorragend. Pommes fangen auch das Duften an, sehr schön. Hier kann noch mal ein bisschen runter. Wunderbar. Aber kriegt man doch auch diese 250 Gramm, so wie früher, vier schöne Hacksteaks hin. Wunderbar. Perfekt.
So. So, ihr Lieben, ich gehe die jetzt in der Pfanne anbraten, damit sie nicht aber nachher doch dicker aufgehen wie eine Frikadelle, die sollen ja schön flach bleiben, werde ich diese mit einem Backpapier und einem Topf beschweren, sodass sie schön flach bleiben. Ich gehe die jetzt erstmal anbraten und wenn die fertig sind, sehen wir uns wieder. Bis nachher. Meine Lieben, da bin ich wieder. Pommes sind fertig und die Hacksteaks sind auch fertig. Was kann man da noch dazu servieren? Ja, eine schöne Jägersoße mit Champignon. Oder einfach so mit Pommes essen. Ich werde jetzt erstmal meine Pommes übrigens rausholen. Dann werde ich anrichten. Dann gucken wir uns mal die Hacksteaks an. Ich kann euch eins sagen, die sehen richtig geil aus. So. Jawohl. Das war ein bisschen heiß, aber das geht. Ich habe einen Pfannenwender, liebe Leute. Ja, bloß da habe ich gerade meine Hacksteaks mit umgedreht. Das geht auch so. Ganz einfach, siehste. Gib mal einer an. So, da war die abgerutscht. So, mein Lieben, und jetzt zeige ich euch mal meine Hacksteaks. Schaut euch mal die Hacksteaks an. Boah, die duften. Es ist wahnsinnig. Bisschen vom Fett abtropfen lassen. Fühlen sich auch schon so saftig an, Leute. Oh. So. Wollen wir mal gucken, was aus den leckeren Hacksteaks geworden ist. Meine Güte, Leute. Schaut euch das mal bitte an. Alter. Natürlich werden wir auch meine Hacksteaks probieren. Eins sagen, wenn man das auch nicht schlecht sieht, aber die sind noch sau saftig. Ah, sieht man auch meine Finger auch. Oho. Alter. Verwalter, Merkert, boah, die sind echt gut. Oh. Puh. Oh, die duften auch. Meine Güte, sind das Hacksteaks. So fluffig, aber sowas von saftig. Ey, das gibt es nicht. Probieren wir mit Pommes. Mmh. Mmh.
Boah, ihr Lieben, unbedingt, wenn ihr Hacksteaks mögt, nachmachen. Die sind sowas von saftig, sowas von lecker. Über einen gefällt mir, würde ich mich sehr freuen. Und teilt das Rezept gerne, ladet noch welche in der Gruppe ein. Ich gehe jetzt essen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Ciao, ciao.